Ich erkläre die Formel F ist einmal A anhand eines Bremsvorgangs. Ich bremse hier und gegeben sei eine Bremsbeschleunigung von minus 2 Meter durch Sekunde Quadrat. Hab's ausprobiert, das kann man so bremsen. Die Masse von mir mit Fahrrad ist ungefähr 80 Kilogramm. Ne, und jetzt setzt man es ein. So. F ist m mal a gleich 80 Kilogramm. Hier dann den Betrag der Beschleunigung, also einfach nur 2 Meter durch Sekunde Quadrat. Und es kommt wirklich, wenn man hier Kilogramm Meter Sekunde eingibt, kommen Newton raus. Also hier so die Newton. Also 180 Newton ist die Bremskraft, die notwendig ist. Das ist hier so die Kraft zwischen Reifen und Straße. Wenn es glatt ist, funktioniert es nicht. Ja, dann kann ich weniger gut bremsen.